Hallo, liebe Thomas-Cook-Geschädigte. Unser Update von heute wieder. Jeden Tag sozusagen neue Tipps und Tricks, wie ihr vielleicht euer Geld retten könnt. Ja, wir haben möglicherweise wieder mal eine neue Idee für euch. Und zwar haben wir uns ja schon mit dem Chargeback-Verfahren beschäftigt und heute mal die Lastschrift. Ja, die Lastschrift ist auch eigentlich eine ganz gute Idee, Geld zurückzubekommen. Und zwar hat man bei der Lastschrift die Möglichkeit, dieses Verfahren, also die Zustimmung zur Lastschrift, zu widerrufen, und zwar 8 Wochen ab Abbuchung. Und das kann auch ein gutes, ja, Instrument sein, euer Geld zu retten. Klar, muss man sagen, wir sind zurzeit insgesamt auf dünnem Eis und jedes Verfahren, was wir hier euch vorstellen, das hat gewisse Risiken und man muss immer abwägen, was ist für euch das größere Risiko, ne? Dass ihr versucht, die Lastschrift zurückzubekommen oder dass ihr möglicherweise auf eurem Schaden sitzen bleibt oder auf einem größeren Schaden sitzen bleibt. Deshalb wollen wir es euch mal vorstellen. Also wie gesagt, die Lastschrift ist das sozusagen, wenn ihr demjenigen, dem ihr eine Leistung schuldet, also zum Beispiel Geld für eine Reise, wenn ihr dem quasi die Erlaubnis erteilt, von eurem Konto abzubuchen. Und irgendwann wird dann natürlich diese Abbuchung durchgeführt. Und da hat man also 8 Wochen Zeit, das zu widerrufen. Und das müsste unserer Meinung nach auch funktionieren, selbst wenn das Konto gesperrt ist aufgrund der Insolvenz. Und es dürfte auch gar nicht so einfach sein, für den Insolvenzverwalter dagegen was zu sagen. Klar, nochmal, wir wollen es nicht verhehlen, Risiken bestehen, aber wie ihr uns immer so schön sagt, ja, glaubt ihr an eine Spontanheilung, man muss versuchen, was zu versuchen ist. In diesem Sinne wollen wir euch diese potenzielle Möglichkeit einfach nicht vorenthalten. Wir sind natürlich weiter am Ball, beantworten Tausende von euren E-Mails täglich und lassen uns immer wieder was Neues einfallen, was für euch vielleicht spannend sein könnte. Wenn ihr neue Ideen habt oder irgendwelche Fragen, freuen wir uns auch total, wenn ihr uns schreibt. Wir bleiben für euch weiter am Ball und versuchen immer ganz schnell zu antworten.